Hallo, ich bin Lea und zusammen mit Tobias arbeite ich an The Deity, einem VR-Spiel, in dem der Spieler die Rolle einer Gottheit einnimmt, die über einen kleinen Stamm regiert. Hallo, ich bin Cameron. Ich bin die Sarah. Ich bin der Nils. Und wir machen Project Synergy, ein 2,5D Puzzlespiel mit Kampfelementen, das sowohl zweidimensionales als auch dreidimensionales Gameplay vereint. Servus, wir sind Simon, Florian und Tobias. Unser Game ist eine Hardcore-Plattform mit actionreichen Bosskämpfen. Und das ist Boss and Run. Hi, ich bin der Manu. Zusammen mit dem Julian und dem Clement arbeite ich an einem atmosphärischen VR-Adventure-Game namens Five Days, wo der Spieler die fünf Phasen der Trauer überwinden muss. Hallo, mein Name ist Daniel und zusammen mit Oliver machen wir das Spiel Forbidden for 103. In unserem Souls-like-RPG müssen die Spieler im Splitscreen zusammenarbeiten, um Bosskämpfe zu bestreiten. Hi, ich bin der Marc. Ich bin Lars. Und zusammen machen wir Joe Muller einen VR-Dungeon-Crawler, in dem der Spieler Gegner mit Magie bekämpfen und Puzzles lösen muss, um dem Dungeon zu entkommen. Hallo, wir sind Team Sipti, wir stellen das an, dann kommen wir. Joy. Und dies ist unser VR-Spiel, die Art of Loci, in dem man zur Erinnerungshilfe Mindbases erstellt. Hallo, ich bin Hannes und zusammen mit Patricia Ernek bin ich das Team VR Wizard. In unserem VR-Spiel geht es darum, dass man in die Rolle eines Zauberers schlüpft, Runen zeichnet und damit seine Gegner bekämpft. Mein Name ist Alexander und ich habe das Spiel Paint programmiert. Das ist ein First-Person-Parkour-Plattformer-Spiel, in dem der Spieler seine Movement-Möglichkeiten durch die Nutzung verschiedener Farben erweitert.